Hallihallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 5. Wer hat die Kokosnuss? Das ist die große Frage hier. Wir müssen erstmal herausfinden, wer hat die Kokosnuss geklaut. Ich vermute mal nicht der Großvezier oder der Bergbaumeister, sondern irgendwie der Scheich oder der Wüstenräuber. Ich glaube eher der Wüstenräuber, weil er so alleine ist. Spaß zur Seite. Part Nummer 5, jetzt in der Mission 3. Anläufe gebraucht, um irgendwie was zu machen. Jetzt mit Markt. Ich hatte in der letzten Folge den Prinz schon ein bisschen eingesperrt, kann man so sagen, dass er mich nicht permanent angreift. Dass er wirklich sowas von reduziert wird, dass jeder auf ihn gehen wollte. Jetzt sind wir mittlerweile der viertgrößte, wollte ich gerade sagen. Nein, ich sehe gerade der drittgrößte. Erst kommt der Scheich, dann der Wüstenräuber, dann wir, dann der Großvezier und dann der Bergbaumeister. Der Prinz schon, wie schon gesagt, den hatte ich, beziehungsweise nicht ich, sondern der Scheich, kaputt gemacht. Oder war es der Wüstenräuber? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ihr wisst es wahrscheinlich noch. Naja, auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei, den Großvezier anzugreifen. Wir gehen auch direkt rein hier. Wir setzen hier fort. Katapult. Bitte mal hier ist voll, my Lord. Meine Waffenkammer ist schon wieder voll. Es wird zur Stelle Rekruten benötigt sein, mein Herr. Und ich würde sagen, wir schießen einfach mal hier hinab. So, einmal hier das Torhaus, das andere Torhaus. Dann würde ich sagen, einmal hier rüber, dass ich Feuerballiste hier wegkriege. So, dann mache ich noch das Torhaus hier mal noch weg. Das kann ich gleich mal so aktivieren, dass ich es so brauche. Wackelig wie ein Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Oh. Schild bereit, positioniert, my Lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Bereit, my Lord. Katapult bereit, my Lord. So gut wie erledigt. Balliste bereit, my Lord. Ist hochgekurbelt. Ja, greif mal erstmal hier an. Wir benötigen Steine. Eure Lordschaft. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Wir reagieren hier wirklich so gut wie es nur geht. Alles steckt hier. Bereit, Katapult bereit. So gut wie erledigt. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Schön, dass die Waffenkammer wieder voll ist. Ich glaube, nein, das war. Bravo, ihre Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Okay. Die maximale Größe wurde erreicht somit. Ich würde ganz gerne mal ganzen Bogenschützen mal mit hier. Schild bereit! Obwohl, nee. Katapult bereit, my Lord. So gut wie erledigt. Kommt mir, geh mal hier rein. Ich bin mir eben noch relativ unsicher, ob es überhaupt was bringt, jetzt auf ihn aufzugehen. Balliste bereit! Oh. Schild bereit! Katapult bereit! Balliste! Wir geben unser Bestes! Katapult bereit, my Lord! So gut wie erledigt! Bereit, my Lord! Ich könnte theoretisch was probieren und zwar mit Landenträger schon mal hier hinein zu gehen. Sehr wohl, mein Herr. Aber natürlich. Und zwar erstmal hier rein. Cool. Ich muss erstmal abwarten. Balliste bereit, my Lord. Katapult bereit. Katapult bereit, my Lordschaft. Womit kann ich dienen? Und ja. Weiter.
Balliste, bereit, Schild, my Lord. Bereit, Balliste, bereit, my Lord. Eure Befehle? Nennt euren Wunsch. Ein Kinderschild. Aber jetzt so. Ich hab einige von oben. Ja, schon gut. Oh, da kommen einige. Wie kann ich helfen? Gehen wir, Brüder. Gib mir meinen Stock. Ja, bitte. Ein leichtes. Ihr könnt auf uns zwölf gehen. Wir sind allzeit ein bereit. Kinderspiel. So, das Ding müsste auch gleich weg sein. Schild, Katapult bereit. Bereit, my Lord. Katapult bereit. Ballista bereit, my Lord. Womit kann... Eine Botschaft, Herr. Ihr macht einen Fehler, meine Burg zu zerstören. Eine Botschaft, Herr. Wer wagt es, nach meinem Land zu trachten? Sehr wohl, meine Herr. Die schwarzen Mönche sind bereit. So, aber jetzt mit hier. Gott, so. Die Kammer ist bereit, mein Lord. Ein erträglicher Verlust. Ja, komm, los. Jetzt oder nie. Hat noch ein bisschen Geld. Von 22.000 ungefähr hatte er noch gerade eben. Von runter auf unter 4.000 haben wir ihn. Und wir haben ihn. Sehr schön. So. Bin zur Stelle. Ich würde ganz Weg. Gerne mal ja. Die Schilder und Co. noch hier runter tun. Würde ich mal ganz schnell auflösen. Und dann... Ja, was würde ich denn danach machen Stelle. Wollen? Es werden Waffen benötigt, Sire. Das Ganze erstmal neu hierhin platzieren alles. Es ist nichts mehr übrig. Ja, das ist mir schon bewusst. Katapult bereit, my Lord. Ihr könnt auf uns zählen. Die hier runter. Ich ganz gerne. Und dann würde ich ganz gerne mal ein bisschen vergrößern alles. Bogenschützen bereit. Hier nimmt mal euren Arsch weg. So. Jetzt können wir erstmal hier das Ganze hier wegmachen. Haben wir ja extremst viel Platz dazu gewonnen haben. Dann ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Könnte ich das Ganze mal ein bisschen größer ihr machen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Dann würde ich mal noch ein, naja, hier noch was hin platzieren wollen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So. Jetzt brauche ich natürlich auch Ausgang hier hinten. Das machen wir doch gleich einmal. Dann würde ich ganz gerne erstmal die Mauern doch etwas verdicken. Gerade auch was hier angeht, das Ganze. Und natürlich Türme. Ja. Türme dürfen hier nicht fehlen. Denn wir werden ja immer noch angegriffen. Wenn ihr jetzt das noch wisst.
So, das sollte ja theoretisch passen. Ihr könnt auf uns zählen. Ich würde aber noch das Ding wegmachen wollen und hierhin ein großes Torhaus hinmachen wollen. Der Bergfried ist komplett. Und auch hier noch einen großen Turm hin. Und hier unten auch noch ein großes Torhaus hin. Und natürlich ein Tor. So, dann brauche ich eben noch mal davon. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, das ist okay. So, dann bin ich mal gespannt. Belagerungsgeräte bemannt. Das passt doch. Das passt. Easy. Gechillt. Würde ich sagen. Dann würde ich mal ein bisschen Holz loswerden. Indem ich hier unten ein bisschen Getreide anpflanze. Und hier oben ein bisschen Getreide anpflanze. Wir benötigen Holz. So, Holz. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Holz kommt. Holz kann ich immer ganz gerne ranholen. So, ein bisschen mehr Getreide. Das ist okay, vollkommen. So. Dann würde ich auch hier das. Ah, warte mal. Hopfen. Merkt gerade, Hopfen. So, Bier und so. Nee, ich will nochmal das Ganze umändern. Auch die guten Dinge und so. Alles umplatzieren. Ja, auch wenn ich jetzt erstmal kurz Minus mache. Hier ausscheiden. Schenken. Werde ich mal kurz hier hinten hin machen. Und natürlich noch zwei weitere, dass ich ein bisschen mehr Bevölkerung hinbekomme. Mein Bogen ist teuer. Dann brauche ich meinen Bogenschutz mal ganz schnell hier oben, merke ich gerade. Sonst bringt das ja überhaupt nichts. Meine Feuerballisten. Die schwarzen Mönche sind bereit. Und natürlich stelle ich hier hin. Ja, mein Freund. Ende. Bitte der mal rastet, hier. Der rostet. Oh, obwohl, nee. Gehen wir, Brüder. Auch hier hin. Wie kann ich helfen? Landträger. Ein weiter Weg. So. Jetzt habe ich so einiges offen. Die große Frage ist, wie mache ich das? Am besten, wie es. Ihr könnt das nicht dort yes, platzieren, erstmal hier, mein Lord. Dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Dann habe ich ja gesagt, dass ich mehr Bevölkerung brauche, demnächst. Das heißt, das Kornspeicher. Dann kann ich hier keinen Kornspeicher hinbauen, weil er nicht gefüllt wird. Okay. Dann wollen wir doch mal eine richtige geile Burg bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, mit 10. 10, 10. Ich bin mir relativ unsicher. Ach, da ist noch eine Treppe. Deswegen konnte ich gerade dann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, hier würde ich nochmal zwei weitere hinten bauen und hier würde ich nochmal vier weitere hinbauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, dann würde ich ganz gerne der hier leer. 1, 2, 3,
Wir benötigen Holz. Holz. Kommt sofort. Katapult bereit, Heißt? Katapult bereit, Mylord. Katapult bereit, Mylord. Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was soll konstruiert werden? Wir machen uns auf. Dann würde ich ganz gerne 1, 2, 3. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie viel waren das? Bis zu 150. Mal schauen, ob ich bis zu 150 hinkriege. Eure Beliebtheit steigt. 5 mal 30, ja doch. So, das müsste das letzte Haus, oder? Ja, das ist das letzte Haus. Dann ist meine Bevölkerung riesengroß. So. Jetzt habe ich ja relativ viel Eisen. Ich könnte mir... was ich noch machen könnte, wäre... Hier. Eventuell... Paranisch mache dann noch machen. Ah, das kommt gleich noch. Wohin will... Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Problem ist, wohin will ich meine Dings machen? Ich mach das nochmal hier weg, weil... Ich die doch ihr hier könnt hinten das nicht dort haben platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, die weg. Ja, eins weiter wäre ich dann bei 6, aber ich denke mal, bei 4 sollte es reichen. Ich bin mir gerade sehr unsicher, wie viel Holz ich habe. Deswegen mache ich nochmal ein Holz rein. Denn ich brauche hier noch relativ viele Bogenschützen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, hier werde ich ein paar Armbrustschützen machen. Ja, ich werde mal ein paar Armbrustschützen noch machen. Und natürlich ein paar Harnischmacher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wenn ich viel zu viele Harnischmacher habe, was heißt das? Wir benötigen Gold. Oh, Gold. Gold, 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 das kommt noch. Ihr könnt das nicht von Holz ausgegangen jetzt, so. Bin immer noch hier damit relativ unzufrieden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, aber jetzt 6. Das passt doch besser. Ah, ich wollte eigentlich das so haben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Wenn der Betrunkene weggeht, kann ich. Ja. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. So, jetzt kann ich noch zusätzlich Streitkörpercamper und natürlich. Bin zur Stelle. Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt sein. Mein Herr. Und eure Marsch. Befehle? Rücken aus. So, also Angriffs. Da grenzt schon. Das ist schon mal gut.
Brennt es dort schon? Ah, durch ihn. Okay, 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 okay. Ich sehe, ich sehe. Ich habe viel zu viele Steine. Die verkaufe ich mal ganz schnell. Und ja. Es werden Waffen. Bin zur Stelle. Das heißt, es theoretisch abwarten, gucken, schauen. Dass ich ein paar Truppen zusammenkriege. Es werden Waffen benötigt sein. Und irgendwann den Blauen mal angreife, weil die Türme halten genauso wenig aus wie alles andere. Aber das Schöne ist, dass die wirklich auf den hier gehen. Anstatt auf mich. Das ist schön und gut. Aber ich müsste auch mittlerweile, ja, der zweitgrößte sein. Theoretisch müssten die zwei sich verbünden und entweder auf den teuersten gehen oder auf den zweitmeisten gehen. Also auf mich oder auf den Wüstenräuber. Aber da ich mich gerade hochgebaut habe, würde es etwas dauern, ehe die mich richtig angreifen. So, also Nahrung kommt langsam rein, hoffe ich ja mal. Getreide könnte ich nochmal. Getreide. Oh, Holz. Holz. Oh, Holz. So, und was ich noch brauche, ist ja auch noch was anderes. Machen wir hier und da zwei davon noch. Und was wollte ich noch machen? Ich wollte noch mehr Mühlen hinbauen. Warum mehr Mühlen? Weil ich eben mehr Mühlen brauche. Ja. Es werden Waffen benötigt sein. So, je nachdem jetzt, wie viel bevölkerungsmäßig könnte ich da noch etwas hochschrauben, denke ich mal. Deswegen eins und nochmal ein paar Häuser mehr. Ich glaube drei. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Zwei. Drei. Oder? 150 plus 3. Nee, ich könnte sogar noch eins mehr. Das ist schön. Denn dann kann ich mich noch mehr Harnisch machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, ich brauche unbedingt viel mehr Harnisch, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was gibt's? Vorwärts! Ja, Herr. Sind auf dem Weg. So, also ich fühle mich schon etwas bisschen stark mittlerweile. Schild bereit, eure Lordschaft! Der Herr ist allgegenwärtig. Schilde bitte auf zwei. Die Feuerballisten auf 1. Katapult bereit, my lord. Immer noch auf die 1. Sehr viele Menschen noch, aber ich werde das Ganze umschwingen auf. Rausch noch mehr. Die werden gerade angegriffen. Es werden Waffen benötigt. Aber hier oben habe ich keine. Obwohl, hier hätte ich. Da wird mir eben unsicher, ob ich. Ich könnte ja mal was probieren. Ein erträglicher Verlust. Und zwar hier. So, Brot kommt richtig gut rein auf jeden Fall. Das neu. Gold, wie sieht's aus? Hier auch scheint nicht. Ich hab da hier Brauerei.
Schläft die? Nö. Machen. Warum habe ich denn den Bierausschrank noch nicht? Das Volk huldigt euch, Sire. Guten Morgen, eure Lordschaft. Okay, dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier ranholen. So, so ungefähr knapp 50, das sollte passen. Erstmal für den Anfang. Hopfen kommt okay rein. Gold, wie gesagt, habe ich schließlich. Bald natürlich Holz ausgeht, kann ich ja Gestein ein bisschen verkaufen, Holz wieder kaufen. Easy. Kein Thema. Die Fackel ist hier instant ab, das ist okay. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Werden Rekruten benötigt. Ja. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Harnischmacher. Ich brauche mehr Harnischmacher. Sowas von. Ein erträglicher Verlust. Ich brauche einfach mehr Harnischmacher. Obwohl ich nur vier. Dingsmacher habe, also Armbrustmacher und hier Streitkartenmacher. Ja, es reicht es immer noch nicht. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der größte Herrscher. Ich mache noch zwei weitere, weil ich eher weniger davon welche in haben Bewegung. Muss, sondern eher mehr hilft nur davon. Im Laufschritt. Auf der Seite. Ich könnte theoretisch, wie gesagt, den blauen finishen, habe ich ja schon gesagt. Also ich werde alle drei in dieser Folge auf jeden Fall noch platt machen. Ich wollte auf jeden Fall erstmal das Grundprinzip wieder reinbringen. So wird es gemacht. Ich habe ja gesagt, ich werde meine Burg ein bisschen vergrößern und so. Tada. Ich habe es auch gemacht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich kann easy wieder alles heranholen. Auch kein Thema. Ich könnte sogar jetzt schon mal einen Burggraben machen. Was überhaupt nichts bringt. Normalerweise. Was wünscht ihr? Ja, also ich könnte sehr viele. Erträglicher Verlust. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt sein. Das Problem ist eben die Rekruten. Also, wer hier wirklich ohne Mods Probleme hat bei der Mission, ich würde euch empfehlen, die Ratte wegzumachen. Ja, die Ratte ist ja hier oben der orange Fürst. Den wegzurushen. Wenn man Probleme hat, aber wenn man, sag ich mal, so wie ich, mit Mods spielt, wo eben andere KIs da sind, dann versucht erstmal ohne Bugs zu machen oder so. Und dann, wenn es überhaupt nicht geht, mit Bugs zu machen. Und zum Beispiel das mit den Holzfällerhütten. Weil die Holzfällerhütten, sag ich mal, ist wirklich schon eine Sache. Erträglicher Verlust. So, ich denke mal auf die Türme, das ist vollkommen okay, die Verteidigung. Was wünscht ihr? Geh mal langsam und sicher. Konstruieren Belagerungsgeräte. Katapulte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Es werden Rekruten benötigt. Und auch Feuerballisten. Denn Feuerballisten brauche ich ja. Katapult bereit, my lord. Die schwarzen Mönche sind bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich könnte natürlich nochmal ein paar Dings machen. Also nochmal ein paar
Bogenschützen noch mitnehmen. Aber ich... Beziehungsweise... Guten Morgen, komm. Eure Balliste, bereit, my lord. Ah, okay. Wir sind voll. Katapult bereit, my lord. Schild bereit, Balliste, eure Lordschaft. Bereit, wir sind komplett voll. Schild bereit, Balliste, Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Dann würde ich sagen, auf. Eine Botschaft, Herr. Rückzug. Ups. Diese Schlacht ist verloren. Wackelig wie ein Kartenhaus. So gut, eine Botschaft, Herr. Die Heerschar vor uns ist mächtig. Doch mit Mut und ein wenig Glück werden wir siegreich sein. Katapult wird Katapult bereit. Eine Botschaft, Herr. Die Lagerhäuser liegen brach. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich muss eine Lösung finden. Ja, das passiert, wenn man nicht sieht, auf einen Raum achtet. So, da werden einige wegfallen, wie die Kugeln. Also wie ihr hier sehen könnt an den Truppen. Da werden einige wegfliegen. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Schild bereit, eure Lordschaft. Balliste bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. Eine Botschaft, Herr. Balliste bereit. Wir geben Schild unser Recht. Werkzeugungsgeräte bereit. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Das ist wahr. Oh, Schleuderkämpfer. Was wollt er mit Schleuderkämpfer? Camper, wie kann ich helfen? Schleudercamper. Ey, kennt ihr das neue? Mit Gott. Von den arabischen Einheiten? Die campen, schleudern. Balliste, bereit, my lord. So, jetzt bin ich mal gespannt beim Bergbaumeister, wie schnell die Einheiten wegfliegen. Bam, 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 bam. Katapult bereit, my lord. So, na, kann ich doch mal die Einheit auf die Nummer 4 legen und eine los geht's. Zack, zack, zack. Hey. Ja. Eine Botschaft, Herr. Ich habe nur noch 10 Einheiten. Ich würde sagen, ich greife direkt den Bergbaumeister an. Dann würde ich den Wüstenräuber wegmachen wollen und ja. Eine Trägheit, nur Muskelkraft. Ja, da hast du recht. Manchmal hilft nur Muskelkraft oder Steine. Und das richtig viele Steine. Was wünscht ihr? Los, 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 los! Oh. Eine Botschaft, Herr. Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Balliste, bereit, my lord. Eure Lordschaft. Balliste, Katapult bereit, my lord. Ah, hier der Scheich. Ja, man kennt ihn schon. Man hat ihn öfters gesehen, den Scheich. Dass er ganz gerne die zwei Ringe hat. Und nach dem zweiten Regen erst seinen Außenposten holt. Es sind zum Glück nur noch arabische Einheiten. Also, sag mal, zum Glück. Katapult wird bewegt! Die Einheit hier hat nur Bogenschützen und Dings. Balliste, bereit, my lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Was gibt's? Ja, Herr. Hör mal hier hin. Bin zur Stelle. Vorwärts. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Katapult bereit, my lord. Katapult wird bewegt. Schild bereit, eure Lordschaft. Balliste bereit, my lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu Balliste positioniert. Bereit, my Schild Katapult bereit, eure Lordschaft. My lord. So, nachdem so das hier getan ist, kann ich ja mal ein paar Steine hinschießen. Sag Botschaft, Herr.
Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt, haben wir immer noch. Das Interessante ist bei dem. Bravo. Es setzt ja, wie schon sagt, nur Streitkosten rein. Zum Angriff. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Ja. Schild bereit, Balliste. Bravo. Schild bereit, euer Lordschaft. Katapult bereit, my lord. Also so eine große Hilfe, wenn man ihn als Freund hat, ist er theoretisch nicht wirklich, wie ihr hier sehen könnt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Nur Schleuderschützen ein und noch Drittbogenschützen, aber auch nicht allzu viele, sehe ich gerade. Also, ah ja. So gut wie erledigt. Was wünscht ihr? Bewegung, na los! Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Bravo. Alles klar. So gut wie erledigt. Aber schön, die Waffenkammer noch wegmachen. So gut wie erledigt. Vorhaus. Und die Schenkel nochmal wegmachen. So gut wie erledigt. Das ist hervorragend. So gut wie erledigt. Hierhin würde ich auch nochmal. Aha, jetzt hauen sie ab. Eben hierhin. Bam. So, und dann muss ich mal sagen, wir greifen ihn mal an. Hat nur noch knapp 100 Einheiten. Es sollten. Ah, sind doch etwas. Ein paar mehr rauskommen als erwartet. Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt. Das ist das Schöne, man kann sie triggern und so. Das ist mega. Bravo. Eine Botschaft, Herr. Passt lieber auf, was hinter euch geschieht, Narr. Gerade auf. Ja, obwohl. Immer noch 80. Wenn ich ihn besiege, haben wir nur noch den Scheich. Schild bereit, Balliste. Eure Lordschaft bereit, my lord. Schild bereit, ja, euer Katapult Herr. Bereit, my lord. So gut wie erledigt. Bravo. Wir benötigen Steine. So gut wie erledigt. Ja. Vorlage. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. So, erstmal so hier gut den wie erledigt. Wegschießen. So gut wie erledigt. Das Schöne ist ja, die KI benutzt ja selbst den Markt. Würde die KI keinen Markt benutzen, würde ich auch natürlich keinen Markt benutzen. Aber da die KI ja Markt benutzt, darf ich ja natürlich auch einen Markt benutzen. Solange ich ja wirklich nur europäische Einheiten benutze. Und da soll jemand sagen, hier die Mission wäre doch eine nicht Botschaft, so schwer. Ja, die Mission ist schon ein bisschen schwer. Wenn man natürlich den Markt hat, geht das Ganze natürlich bereit, ein bisschen einfacher. Ja, aber trotzdem ist es schon etwas eklig. Vor allem gerade am Anfang. Ihr habt es gesehen, letzte Folge, ja, beziehungsweise. Oh, letzte Folge, weil letzte Folge die Waffenkammer da ist voll, my lord. Schließt sich ja das Ganze hier an. Haben wir es doch ein bisschen geschafft, auch mit Umständen. Ja. Waffenkammer ist voll, das ist crazy. Ja, es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt habe ich hier relativ es werden Rekruten benötigt sein. Panische. Okay. Eine Botschaft, Herr. Euer Schicksal wird euch bald schon einholen. Denkst du?
Ich denke, dass bereit, ihr eure Lordschaft. Na, Balliste bereit, my lord. Was gibt's? Bewegung! Na Katapult los. Bereit, my lord. So. Wir geben unser Bestes. Weg mit dem. So gut wie erledigt. Schild bereit, Balliste. Eure Lordschaft bereit. Schild. Eine Botschaft, Herr. Die Ungläubigen sind zu stark für uns. Balliste bereit, Milo. Katapult bereit, Milo. Die Waffenkammer so ist voll, Milo. Oh, Schwarz greift mich an. Genau, aber falsch. Ihr könnt auf uns zählen. Ah, das wird nix. Oh. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Auf ins Getümmel. Wir haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. Die sind so gut wie tot. Ein erträglicher Verlust. Bewegt euch, Hunde! So, erstmal hier bisschen was machen. Hühnerfutter. Erstmal bisschen Hühnerfutter verteilen. Eine Botschaft, Herr. Wir haben diesen Ort gereinigt. Was? Ein erträglicher Verlust. Welchen Ort hat er gereinigt? Das ist wahre Macht. Ich habe diesen Ort hier gereinigt. Ja? Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Die Waffenkammer ist voll. Schild bereit, Ballistschaft bereit. Schild Katapult bereit, Ballistschaft. Nur noch 15 Katapulte, das ist schon so extrem wenig. Bereit, Katapult bereit, aber egal. Nicht wie ein Tausendhaus. Oh, nur noch 13. Es sollte aber trotzdem noch machbar sein, hier ein bisschen was aufzuräumen. So gut wie erledigt. Ah, da brennt er doch schon. Das ist schon mal cool. Ja, genau das wollte ich. Sein Kreis anfackeln oder auch er wieder. Also er sich selbst anfackelt. So gut wie erledigt. Ein erträglicher Aufkommen. Die Waffenkammer ist voll. So gut wie erledigt. Oh, eine Botschaft, Herr. Wohl davon. Die Schlacht ist verloren. Rennt wie der Wind. Ja, rennt. So gut wie erledigt. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Katapult so bereit wie erledigt. Nur noch 9 so Katapulte. So gut wie erledigt. Schild ist hochgekommen, my lord. Ist hochgekommen. Große Frage ist, wie viele Einheiten hat er? Okay, er hat noch Katapult paar Einheiten. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Balliste bereit, mein Lord. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Er hat zum Glück nur noch 2 Türme. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Schild bereit, eure Balliste bereit, mein Lord. Was gibt's? Katapult bereit, mein Lord. Ach, da ist dann auch Holzfäller von ihnen. Oh, die Holzfäller sind dort unten. Aha. Schild Balliste bereit, my lord. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. So ich würde ganz gerne erstmal den da machen wollen. So gut wie erledigt. Und dann geht er. Obwohl, ich könnte es ja schon mal probieren. Komm, wir probieren.
Aber es sieht gut aus, muss ich sagen. Oh. Da brennt's. Das wollte ich natürlich nicht. Bewegt euch! Da brennt's auch nochmal. Bewegung! Na los! Solange es brennt, das will ich natürlich nicht. Balliste bereit, my lord. Schild bereit, eure Lordschaft. Balliste bereit, my lord. Kann ich da hin, ohne dass ich jetzt irgendwie Pech. Wir geben unser Bestes. Ah, okay. War klar. Kann ich erstmal. Die das da oben. Vorratslager ist voll, my lord. Ja, schön, dass das Vorratslager voll ist. Wir geben unser Bestes. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Bereit, my lord. Könnte ich erstmal die zwei Bogenschützen. Eine Botschaft, Herr. Ah, die Ungläubigen sind zu stark für uns. Danke. Katapult bereit, my lord. Also wenn er jetzt ausbrennen sollte, theoretisch in Nifo. Balliste, bereit, my lord. Hat noch irgendwo. Manchmal aber hilft nur Muskelkraft. Die Frage ist nur wo. Ich werde es ja jetzt sehen gleich, wo er noch Truppen hat. Auf ins Getümmel, bereit, my lord. Katapult wird bewegt! Was wünscht ihr? Bewegt euch! Und hoch mit dir. Mal schauen, ob jetzt unsichtbare Truppen spawnen oder auch nicht. Es sieht nicht so danach aus. Das Vorratslager, eine Botschaft. Und das war's. Die Ungläubigen sind siegreich. Das war's. Wir schalten direkt das Spiel Timber auf 30 für die nächste Mission. Puh. Also, die Mission hatte es in sich. Aber wir hatten es ja dann hinbekommen, nachdem wir doch ein bisschen Ahnung hatten, wie wir es doch am besten machen müssen. Auch wenn ich ein bisschen geschummelt hatte. Ich habe ja nie und nimmer gesagt, dass ich alle Missionen ohne Markt mache. Ich habe ja gesagt, wenn ich doch zu lange brauche, werde ich mit Markt machen. Und wenn es überhaupt nicht mehr geht, werde ich tatsächlich vielleicht den einen oder den anderen einsperren. Ich hatte ja in der Mission 25, war das, den einen eingesperrt. Ich glaube, das war ein Bergbaumeister, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube auch schon, das war ein, oder war das auch ein Prinz schon? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das war ein Prinz schon. Doch, war ein Prinz schon. Da war er ja ein bisschen zu aggressiv. Und die andere KI hat, die anderen drei KIs von der Mission 25 hatte ich ja gar nicht mal eingesperrt. Also ich darf immer, wenn ich wirklich den Bug benutze, nur immer eine KI damit angreifen. Oder zumauern. Die KI mit den Holzverleuten, ja. Darf ich wirklich nur eine KI machen? Die restlichen muss ich irgendwie so hinkriegen, ob nun mit Markt oder auch ohne. Gut, ich glaube, in der 25. Mission hatte ich es ohne Markt gemacht. Hier hätte ich es gar nicht mal ohne Markt schaffen können, weil die A, Gegner viel zu nah waren, B, die hatten viel, viel, viel mehr Geld als wir. Also, wenn es nochmal so sein sollte, dass sie A, viel zu viel Geld haben, B, sind zu nah, oder C, wir haben kaum Ressourcen. Wir haben nur Ressourcen wie Eisen, sonst nichts, oder nur Gestein. Nur Gestein und Eisen. Und ich weiß nicht weiter, dann darf ich verkaufen, aber nichts kaufen mehr. Wenn es wirklich nicht nötig sein sollte, dann darf ich nichts mehr kaufen. Aber zur Not kann ich ja immer noch was kaufen. Zur Not. Wie zum Beispiel Nahrungseinheiten, wie Getreide oder Hopfen. Die zwei Einheiten darf ich kaufen, aber nichts anderes.
zur Not. Ja. Aber zur Not werde ich nur Hopfen einkaufen dürfen. Kein Getreide, kein Käse, keine Äpfel, kein Fleisch. Also nur Hopfen, dass ich den Bierausschank so lange wie nur möglich halte. Und das andere, wie ich eben im Plus komme, muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Entweder mit Verkaufen eben nur oder eben mit positivem Angstfaktor plus noch eben Religion. Ja? Das sind so solche Sachen, wo ich sagen muss, in den nächsten Missionen muss ich das so oder so machen, irgendwann. Es kommt eine Mission, wo ich nur Gestein abbauen kann und Eisen abbauen kann und relativ neben mir direkt ein Gegner ist. Gut. Mondlichtpass heißt die nächste Mission. Mission 25. Wir haben 2005 nach Christus. Oha. Wir brauchen extrem lange. Wie lange haben wir hier dafür gebraucht? Ja, 30 Jahre. Alter Schwede. Haben wir schon. Alter. Wir brauchen immer gefühlt länger bei den Missionen. Immer so 30 Jahre. Naja, egal. Die Mission 35 Mondlicht passt mir. Schau mal rein, was wir hier machen müssen. Wir müssen gegen Templer antreten. Wir hatten schon einmal diese Map. Wir haben hier unten ein bisschen Holz. Hier haben wir ein bisschen Holz. Hier oben haben wir ein bisschen Gestein. Und hier unten ein bisschen Eisen. So. Templer, ihr wisst schon, Ritter, Schwertkämpfer. Ich muss hier irgendwie eine Schneise reinbringen. Große andere Frage ist, wie mache ich das direkt? Ihr seht schon wieder hier ein bisschen Unvorteilhaftes an Gold, aber wir haben ein bisschen mehr Gold als vorher. Statt 3000 haben wir jetzt 4000 mehr noch zusätzlich bekommen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, 7.000 haben wir jetzt Startgold. Gegen 20.000 Startgold. Beim Templer. Templer baut sich ja klein auf. Hält sich relativ klein. Hat ein Kreuz als Burg. Und wie gesagt, rüstet nur Ritter, Schwertkämpfer und Bogenschützen aus. Bei Armbrustschützen bin ich mir relativ unsicher. Baut natürlich auch noch Geräte wie zum Beispiel Katapulte und noch Feuerballisten. Also er wird wahrscheinlich von der Mitte angreifen kommen. Ich muss schauen, dass ich wieder Nahrung reinbekomme. Entweder nur auf Hopfen gehe oder natürlich wie immer ja, auf Nahrung gehe. Ich bin mir eben unsicher, ob ich oben abmauern könnte. Hier so ungefähr. Das wäre mit am geilsten. Hier oben abmauern könnte. Und hier noch ein paar. Na, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Werde ich aber früh genug sehen und erfahren. Und zwar in der nächsten Folge. Ich werde wieder wahrscheinlich eine Woche lang Pause machen. Und Stronghold den 5 Parts jetzt, das ist schon heftig. Eieranläufe. Die ersten 3 Parts. Und jetzt den 5. Part endlich die Mission 34 besiegt. Oder geschafft, was ich gesagt. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht's rund mit der Mission 35 gegen 2 Templer. Gut, ich würde noch sagen, viel Spaß mit den Folgen oder mit den nächsten Folgen. Bin mir eben unsicher, wann ich die nächsten Folgen wieder aufnehme. Vielleicht kommende Woche oder eben kommendes Wochenende erst wieder. Ja. Oder je nachdem, wann ich die eben hochlade, die Videos. Aber ich denke, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, um die Videos hochzuladen. Und dann passt es schon. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns oder sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.